Geht es Ihnen auch so wie mir, dass es Ihnen langsam mulmig wird bei den Anschlägen der letzten Tage? Kann man überhaupt noch Zug fahren? Stichwort Würzburg. Oder bedenkenlos in ein Open-Air-Konzert gehen? Stichwort Ansbach. Auch in Einkaufszentren ist man nicht mehr sicher. Stichwort München. Müssen wir Angst haben? Haben Politik und Polizei etwas falsch gemacht? Was muss sich ändern? Bei mir jetzt Deutschlands bekanntester Innenpolitiker und einer der führenden bayerischen Polizeibeamten. Der Terror ist auch in Deutschland angekommen. Täglich neue Nachrichten, Attentate, Anschläge. Müssen wir uns daran gewöhnen, an den Terror in Deutschland? Zwei Experten jetzt am Tisch. Ich freue mich besonders auf Wolfgang Bosbach, den bekanntesten Innenpolitiker Deutschlands, obwohl er gar keine Funktion mehr hat als Vorsitzender des Innenausschusses. Er ist der Bestinformierte. Herzlich willkommen. Danke. Und ihm gegenüber ein Praktiker, der Praktiker sozusagen, den wir jetzt brauchen, nämlich zuständig für die Aufklärung zum Beispiel des Anschlags in Ansbach, Polizeivizepräsident Roman Fertinger aus Nürnberg. Herzlich willkommen. Im letzten Jahr haben wir den großen Flüchtlingsansturm gehabt, den größten seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Kanzlerin gab die Parole aus und das hat sie jetzt am Donnerstag in der Bundespressekonferenz noch mal nachdrücklich wiederholt. Wir schaffen das. Und jetzt haben zwei muslimische Flüchtlinge Terroranschläge verübt. Diese Anschläge verändern Deutschland. Zuerst der Axtanschlag von Würzburg, dann der Amoklauf mit 10 Toten in München. Was am Sonntag folgt, ist für viele der Albtraum schlechthin. Der erste Selbstmordanschlag überhaupt im bayerischen Ansbach. Der Täter, bekennender Islamist. Er bezeugt seine Zugehörigkeit zu Abu Bakr al-Baghdad, bekannter Islamistenführer, und kündigt dann ausdrücklich einen Racheakt gegen die Deutschen an. Dieser Sprengkörper hat offensichtlich Metallteile enthalten, die durch die Explosionswirkung natürlich eine Vielzahl von Menschen schwer verletzen oder töten sollen. Nur durch ein Wunder kam in Ansbach kein Unschuldiger ums Leben. Müssen wir uns ab jetzt an solche Taten gewöhnen? Und wie verändern die Anschläge unseren Blick auf Flüchtlinge? Es ist noch kein Jahr her, da wurden sie an Bahnhöfen gefeiert wie Popstars. Inzwischen ist bei den meisten die Euphorie verflogen. Heute zweifeln viele an der Flüchtlingspolitik und fragen sich, ob wir uns übernommen haben. Noch immer sind tausende Asylanträge unbearbeitet. Die Ämter scheinen überfordert. Hinzu kommt, dass viele Herkunftsnachweise falsch sind. Der Chef des Verfassungsschutzes schlug damals Alarm. Mir ist berichtet worden, rund 70% der Personen haben keinen gültigen Pass oder einen gefälschten Pass. Nach der Terrorwoche stehen die Menschen noch immer unter Schock. München trauert mit den Angehörigen der Opfer. Politiker reagieren mit ersten Forderungen. Vorneweg die bayerische Landesregierung. So fordert Ministerpräsident Seehofer mehr Polizei und sicherheitspolitische Maßnahmen. Er sagt, wir müssen wissen, wer im Land ist. Mehr als 1 Million Flüchtlinge kamen letztes Jahr nach Deutschland. Herr Bosbach, vor genau 40 Wochen, 40, saß hier eine Polizeibeamtin, da wo Sie jetzt sitzen, aus dem Bereich von Herrn Fertinger, Nürnberg, die an der Grenze nach Österreich Dienst tut, und hat verzweifelt berichtet, die stürmen die Grenze, wir können doch nicht mehr zählen, geschweige denn kontrollieren und registrieren und diese Dinge. Magdalena Strunz, sie ist Polizeiobermeisterin bei der Bereitschaftspolizei in Nürnberg, ist aber abgestellt an die Grenze Österreich, seit einigen Wochen bereits schiebt sie dort Dienst. Frau Strunz, aus Ihrer Erfahrung als Polizistin, schaffen wir das? Bei der derzeitigen Situation vor Ort, unten an den Grenzen, bei der momentanen Einsatzbelastung der Kräfte und bei der Anzahl an Flüchtlingen sage ich ebenfalls nein. Also ich glaube nicht, dass das dauerhaft zu bewältigen ist. Sie gehören zur Regierungspartei, CDU. Wenn man das im Nachhinein jetzt bedenkt, wie konnte das so lange so laufen? Indem wir eine Ausnahmevorschrift des Asylgesetzes angewandt haben, die aber geschaffen wurde zur Abwehr einer humanitären Notlage in einer konkreten Situation, Einreise der Flüchtlinge aus Ungarn oder für einen eng begrenzten Zeitraum. Die Vorschrift wurde nicht geschaffen, um das ansonsten geltende Recht auf Dauer zu suspendieren. Wir haben einen Kontrollverlust, allerdings nicht erst seit dem 4. September. Wir haben uns zu lange mit der Frage beschäftigt, wie viele, Höchstgrenze,
In Vergessenheit ist geraten, dass der weit überwiegende Teil derjenigen, die zu uns kommen, keine Pässe haben mit ungeklärter Identität, ungeklärter Nationalität. Auch heute weisen wir ja niemanden an der Grenze zurück, der einen Asylantrag stellt. Und mit Horst Seehofer vertrete ich übrigens schon seit Monaten die Meinung, wir sollten niemanden aufnehmen mit völlig ungeklärter Identität, völlig ungeklärter Nationalität. Da haben wir nicht nur Probleme im Asylverfahren oder bei der Rückführung abgelehnter Bewerber. Wir haben auch ein erhebliches Sicherheitsproblem, wenn wir nicht wissen, wer kommt. Ist das nicht auch eine gewisse Verharmlosung dessen gewesen, nach dem Motto, erstmal sind alle willkommen und alles andere sind Miesmacher, die da von Kriminalität und so sprechen? Sie klären jetzt gerade ganz aktuell, und dafür sind Sie zuständig, wir haben Sie eben im Film mit Minister Herrmann gesehen, den Fall in Ansbach auf, wo ja die Hintergründe dramatisch sind. Ja, also zuständig für die Aufklärung dieses Verbrechens ist zunächst eine Sonderkommission des Bayerischen Landeskriminalamtes. Sicherlich arbeiten wir mit unseren Kriminalbeamten hier wesentlich mit, denn wir sind regional von der Grundsatzzuständigkeit her am Tatort gewesen. Was uns schon jetzt in dem ersten Moment auffällt, ist, dass dieser Terrorist jetzt hier sich nicht über Nacht radikalisiert hat, sondern dass es ein Prozess war über längere Zeit. Also es ist zum Teil ein Märchen, wenn man sagt, die radikalisieren sich über Nacht und begehen dann so einen Anschlag. Wenn man sieht, wie er logistisch ausgerüstet war, mehrere Handys, zahlreiche SIM-Karten. Geld, gerollte Geldmengen. Geld, das ist ja bekannt gegeben worden, auch zwischenzeitlich der Stand und mit wem er alles kommuniziert hat. Von daher, und wie er die Bombe auch gebaut hat und dann noch die Grundstoffe für eine weitere, durchaus weitere zündfähige in seinem Zimmer waren, das muss uns nachdenklich machen, wie wir in Zukunft vor die Lage kommen. Denn es kann uns nicht befriedigen als Sicherheitsbehörden, dass Menschen sich hier aufhalten und diese Anschläge sozusagen völlig im Dunkeln vorbereiten. Sie haben ja politisch, als Politiker natürlich auch die Verbindung zu den obersten Bundessicherheitsbehörden. Eben haben wir ja Verfassungsschutz gesehen. Wie sieht denn da die Lage aus? Also wenn man jetzt hört, es gibt über 1000, die terrorverdächtig hier sind, da wird es ja immer Angst und Bange. Also ich war selbst dabei, als uns vor gut einem Jahr erklärt wurde, es sei höchst unwahrscheinlich, dass in dem Flüchtlingsstrom auch dschihadistische Kämpfer nach Europa... Ja, hier hat einer ernsthaft am Tisch behauptet, die kämen ja alle mit dem Flugzeug, die würden doch nicht... Ja, das sei, der Weg sei zu lange, der Weg sei zu unsicher, keine Ortskenntnis, keine Sprachkenntnis. Wir wissen heute, gerichtsfeste, dass sich im großen Zug der Flüchtlinge eben auch dschihadistische Kämpfer befunden haben. Natürlich ist das in der Relation zu der Gesamtzahl der Flüchtlinge eine nur ganz kleine Zahl, aber von dieser kleinen Zahl, von diesen Personen gehen erhebliche Gefahren für die innere Sicherheit in unserem Lande aus. Es war bislang nur sehr, sehr schwer, darüber offen zu sprechen, weil dann sofort reflexhaft die Antwort kam, alle Flüchtlinge werden unter Generalverdacht gestellt und so weiter. Wenn man Probleme tabuisiert, werden sie nur noch immer größer. Sie hatten ja in Ansbach auch noch das Problem, dass es Gutachten gab für diesen Täter, nach dem Motto, er ist selbstmordgefährdet, er darf nicht abgeschoben werden. Ja, diese Gutachten sind natürlich zwischenzeitlich in die Öffentlichkeit geraten. Ist es richtig, er war in psychiatrischer Behandlung. Dennoch war er parallel dazu in der Lage, diese ganzen Vorbereitungshandlungen zu treffen und hat natürlich auch seine EDV-Verbindungen gesucht zu seinen Landsleuten. Und von daher müssen wir jetzt mal schauen, welches Netzwerk da dahinter steckt. Aber es ist in der Tat ein Märchen, dass diese Leute hierher kommen, sich dann in mangelnder Integration vielleicht als Außenseiter fühlen, dann plötzlich radikalisieren, sondern der Grundbodensatz ist immer der extremistische Islam. Das stellen wir fest, das ist auch aus der Bekennung klar ersichtlich. Es fällt mir ein, Sie sind beides Christen. Sie Katholik, Sie evangelisch, Sie haben die christliche Polizeivereinigung mitgegründet, zum Freundeskreis gehört Hans-Jochen Vogel oder Günter Beckstein, Frank-Jürgen Weise von der Bundesanstalt für Arbeit, also was ganz Seriöses. Wenn man das jetzt so mal sieht, ist da die Kirche nicht auch in vielen Dingen naiv, indem man sagt, man darf ihnen da den Glauben nicht nehmen und absprechen? Und auch Papst Benedikt hat ja hier in Regensburg gesagt, es ist eigentlich eine Religion, in der Gewalt drin ist. Es geht nicht um die Muslime in ihrer Gesamtheit. Aber ich gestehe freimütig, auch wenn da in der eigenen Partei nicht jeder begeistert ist, den Satz, der Islam gehört zu Deutschland, konnte ich noch nie unterschreiben. Wir haben eine christlich-jüdische kulturelle Tradition, wir haben keine islamische. Und zu dem
Islam gehört auch der Islamismus, der Salafismus, der Wahhabismus. Da gehört auch die Scharia dazu. Soll das alles auch zu unserem Land gehören? Es ist nur ganz schwer, das offen anzusprechen, weil dann sofort kommt, aha, jetzt werden wieder alle Muslime unter Generalverdacht gestellt. In Deutschland leben über 40.000 Islamisten. Und wenn wir vor politischer Korrektheit die Augen verschließen vor den Problemen, die sie auch nach Deutschland mitbringen, dann machen wir einen riesengroßen Fehler. Und wenn man auch in diesen Tagen noch sagt, wir haben im vergangenen Jahr 700.000 Muslime aus dem arabischen Raum aufgenommen. Deutschland wird sich verändern. Dann möchte ich gerne wissen, erstens, wie wird sich unser Land verändern? Zweitens, wird es sich wirklich zum Besseren verändern? Und drittens, was sagt eigentlich die Bevölkerung? Möchte die das, dass unser Land sich so verändert? Es war eigentlich nie die Politik meiner Partei, durch Zuwanderung von Menschen aus anderen Kulturkreisen die Gesellschaft in Deutschland zu verändern. Das war immer die Politik der Grünen. Aber wir müssen ganz klar, wie auch in den Sicherheitsbehörden, wenn sich die Lage verändert, verändern sich die Fakten, dann muss ich auch hier deutlich sagen, wir müssen dann auch hier unsere ganzen Strategien umstellen, unter Umständen auch Gesetze. Aber Sie sehen ja jetzt auch, was Sie jetzt alles wissen und hier jetzt nicht sagen dürfen von dem Attentäter in Ansbach. Ist denn da nicht vieles Naivität oder empfinden Sie das als Naivität, wenn dann ein Bischof sich hinstellt und sagt, wir haben uns doch alle lieb? Ja, ich meine, das wissen wir, dass es in der eigenen Bevölkerung schon nicht vorhanden ist. Also die Vorstellung, wir sind jetzt in der Ferienzeit, dass für 6 Wochen alle Polizeibeamten in Bayern in Urlaub fahren würden. Die Vorstellung, was dann passiert, ich meine, das kann sich jeder ausmalen. Und von daher, denke ich, wäre das schön Färberei. Und wir müssen da schon kritisch draufschauen. Ich wehre mich halt dagegen, weil dann wird alles totgeschwiegen und wird ein weiter so. Und das werden wir uns nicht leisten können. Wir werden das spüren. Ich hoffe, dass wir die Lage da unter Kontrolle kriegen und dass diese Serie sich jetzt nicht fortsetzt. Aber die Befürchtung, die ist durchaus hier. Wir leben abstrakt hochgefährdet. Also und jetzt auch mein konkretes Beispiel zu nennen. Ich habe gerade 3 Veranstaltungen in Mecklenburg-Vorpommern hinter mir. Bei 2 Veranstaltungen sind dann... Wo Angela Merkel, die Kanzlerin ihrem genau, Wahlkreis. Genau, in ihrem Wahlkreis. Da sind nach 2 Veranstaltungen sind in Zivil junge Bundespolizisten auf mich zugekommen und haben gesagt, Herr Bosbach, Sie sagen immer, 2 Drittel der Flüchtlinge kämen ohne Papiere. Es sind über 90%. Wir haben mit erheblichen Problemen zu kämpfen. Dann sage ich, schreiben Sie mir das doch mal. Ja, das ist im Moment jetzt ganz schwierig. Also wir haben uns eine Art Schweigegelübde auferlegt, weil wir nicht in eine bestimmte Ecke gestellt werden wollen. Und das ist ein Grund, warum die Menschen das Gefühl bekommen, die Politiker in Berlin in einer Käseglocke, sie wissen nicht, wie die Probleme im Land sind. Und dann wenden sich viele ab und andere gehen zu extremistischen Parteien. Hier am Tisch hat der stellvertretende Vorsitzende der Kriminalbeamten in Deutschland gesagt, wir als Polizisten dürfen nicht mehr die Wahrheit sagen. Am Donnerstag die Kanzlerin hat 9 Punkte genannt. Der 9-Punkte-Plan war für mich aus einem anderen Grund überraschend. Bis zur Stunde behauptet ja die Bundesregierung, durch die große Zahl der Migration der letzten Jahre sei die Sicherheitslage in Deutschland nicht nachteilig verändert worden. Dann frage ich mich natürlich, warum wir solche Anstrengungen unternehmen müssen, um die Sicherheitsbehörden personell und technisch besser auszustatten. Aber die Probleme, die wir haben, reichen am Anfang weiter zurück. Ich kann mich doch noch genau daran erinnern, dass wir die Binnengrenzkontrollen abgeschafft haben mit der Zusage sicherer EU-Außengrenzen. Nie waren aber die EU-Außengrenzen durchlässiger als in den letzten Jahren. Und man kann ja mal nebeneinander legen, die Zahlen, wann wurden die Binnengrenzkontrollen zu unseren östlichen Nachbarn abgeschafft und wie hat danach sich die Zahl der Wohnungseinbrüche entwickelt. Und als der Bundesinnenminister mal gesagt hat, ein großer Teil der Täter sind reisende Täterbanden aus Osteuropa, da war aber Stimmung im Innenausschuss. Dann hat das Bundeskriminalamt die Zahlen geliefert und seitdem ist wieder Ruhe. Gilt als nicht politisch korrekt, das zu erwähnen, ist aber die Wahrheit. Ist die Wahrheit, ich kann das bestätigen, auch in Bayern, 40% der Wohnungseinbrüche werden durch solche Banden begangen. Der Rest, ein großer Rest, ist indirekte Beschaffungskriminalität zur Finanzierung von Betäubungsmitteln. Drogen. Was wir auch feststellen, ist, dass auch junge Migranten, auch wiederum eine kleine Anzahl, hier ganz intensiv ins Drogengeschäft einsteigt. Das haben wir auch in Nürnberg, dieses Phänomen. Wir bekämpfen das auch vor Ort massiv. Aber die sind auch wieder sehr gut vernetzt. Und da spielen dann auch wieder Fragen der Prostitution eine Rolle. Hier baut sich auch wieder ein Problem auf. Wir haben draußen mal gefragt, nach diesen Terrornachrichten auch für Deutschland, haben Sie Angst? Die Angst geht um. Die hat man selber auch so ein bisschen im Hintergrund. Die kleine Tochter fragt einen natürlich auch, was da passiert. Aber
Im Endeffekt haben wir uns jetzt auch nicht die Berlin-Reise verderben lassen, ja, weil irgendwo muss man einfach auch weiterleben. Ich glaube, man sollte nicht sagen, dass die Flüchtlingspolitik gescheitert ist. Das sind ja, ich sag mal, Idioten, die uns solche Terroranschläge antun. Ich habe Wut, aber keine Angst. Warum? Auf wen? Eigentlich auf alle Moslems. Weil für mich diese Religion eine der gewalttätigsten Religionen auf dieser Erde ist. Müssen wir da erst warten, bis die zur Tat schreiten? Oder kann man die nicht vorher einsperren, ausweisen, was weiß ich wohin? Wenn sie die rinholen alle, ich meine, klar, wenn sie da eine Million rinholen alle, können sie die kontrollieren. Aber da sieht man, was dabei rauskommt. Ich mochte diesen Seehofer überhaupt nicht, politisch überhaupt nicht. Aber also wenn der jetzt Bundeskanzler werden würde, den würde ich wählen. Aber Angela Merkel würde ich nie wieder wählen. Ich denke ganz einfach, dass es gibt Deutsche, die das genauso hätten tun können. Natürlich sind es in letzter Zeit immer wieder Flüchtlinge. Ja, aber da werden wir wohl mitleben müssen. Ja, da werden wir mitleben müssen. Aber eigentlich wollen wir das ja nicht. Denn wir haben ja nicht nur den Terror, die Terrorbekämpfung, sondern die Allgemeinkriminalität, organisierte Kriminalität. Wir haben die Masse an Konfliktsituationen im Land. Man darf ja nicht vergessen, diese Menschen kommen aus einem Land mit völlig anderem Wertegefüge. Mhm. Also wenn ich nur denke an die Rolle der Frau, Misshandlung, Stellung der Frau. Wir haben ja solche Konflikte jetzt auch in den Heimen. Man kann ja das nicht verschweigen. Wir haben allein in Mittelfranken 23.000 Flüchtlinge. Wir haben über 1.000 Flüchtlingsheime. Die sind hinzugekommen, diese Situation. Wir müssen die zum Teil sichern. Wir müssen dort entsprechende Verbindungsbeamte einsetzen und eben schauen, wenn es dort Auseinandersetzungen gibt. Wir sind teilweise da mit 10 Streifen dann vor Ort. Und da geht es manchmal nur um die Grillgabel oder die Beleidigung. Oder aber kann man auch Angriffe auf Flüchtlingsheime. Auf Flüchtlingsheime, genau. Aber auch untereinander Christen, Muslims und so weiter. Ja. Und aber auch diese schönen Willkommensklassen, wo man jetzt plötzlich, wo die Lehrer mal ein bisschen offener sprechen, sagt, da ist nicht das Problem Deutsche gegen Muslime, sondern unter den ausländischen Kindern, da will der Türke nicht neben dem Iraner sitzen. Der, ja, das ist ja das Problem, was uns seit geraumer Zeit begleitet. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht Probleme, die ihre Ursachen in anderen Regionen, in anderen kulturellen auch Prägungen, Türkei, religiösen Überzeugungen, dasselbe, dass wir diese Konflikte in unser Land importieren und dass sie hier ausgetragen werden auf dem Rücken der Polizeibeamten, auf dem Rücken der Pädagogen. Es ist ja schon merkwürdig. Cem Özdemir von den Grünen warnt vor DİTİB, dem Moscheen-Dachverband, von der Türkei finanziert. Herzlich willkommen in der Wirklichkeit. Ja, aber ihre Partei geht da fröhlich zum Fastenbrechen hin. Ja, herzlich willkommen in der Wirklichkeit. Die DİTİB ist die Tochterfirma von Diyanet. Die Diyanet wird hart am Arm der türkischen Regierung geführt. Wir müssen wissen, mit wem wir uns da einlassen. Und wenn wir so tun, die gibt es leider auch in meiner eigenen Partei, eigentlich sind wir uns alle einig, keine Probleme, es stimmt nicht. Wir sind uns in wesentlichen Punkten leider nicht einig. Wir haben ja den Beruf mit einem gewissen Idealismus gewählt. Und der Politiker, der manche Enttäuschung erlebt hat, auch in seiner eigenen Partei, gibt es Punkte, wo Sie sagen, jetzt schmeiß ich hin? Es gibt einen Punkt, mit dem ich zunehmend beschäftige, ob man wirklich bei allem Engagement, bei allem Aufwand noch etwas bewegen kann, noch etwas verändern kann. Vor 3-4 Jahren hätte ich gesagt, ja, heute bin ich mir da nicht mehr so sicher. Ist das eine Voraussage schon, weil Sie noch immer offen haben, machen Sie weiter als Bundestagsabgeordneter? Ich habe dem Kreisvorstand versprochen, Ende August entscheide ich mich. Und das ist nicht nur eine politische Entscheidung, es ist auch eine sehr persönliche Entscheidung. Jetzt werden viele denken, der Bursche sieht doch gesund aus, leider. Das ist objektiv etwas anders, deswegen muss ich beides persönlich. Aber die viele Post, die Sie aus Deutschland bekommen, weit über Ihren Wahlkreis hinaus, beflügelt Sie das? Ja, das rührt mich geradezu, wenn Tausende schreiben, machen Sie bitte weiter. Herzlichen Dank, Wolfgang Butzbach, Roman Fertinger. Das war's für heute. Wir sehen uns in 2 Wochen wieder.